werden wir selbst aufdecken und der EU vorhalten. Danke. Stadler. Vielen Dank, Frau Mowa. Herr Stadler. Frau Präsidentin, ich möchte zunächst der Kollegin Antonia Parvanova danken für diesen Bericht. Er ist an sich sehr gut und ich möchte insbesondere zwei Punkte herausstreichen, die wirklich dramatisch sind. Das ist der Kampf gegen die Genitalverstümmelung, die ist eine besonders schwere Form der Gewalt gegen Frauen im Erwägungsgrund AF oder im Erwägungsgrund AH, die ungeheuerliche Zahl an Ehrenmorden, die insbesondere aus Zuwandererfamilien stammen, die aus archaisch-muslimischen Gruppierungen herrühren. Das wäre alles Grund gewesen, diesen Bericht zu unterstützen. Ich habe allerdings einen Punkt, der es mir verunmöglicht hat, und das ist Erwägungsgrund N. Hier wird praktisch durch die Hintertür immer wieder die Abtreibung befürwortet. Und für mich ist das einfach inakzeptabel. So sehr ich den Rest dieses Berichtes wirklich unterstütze, und das ist auch der Grund, warum ich mich heute mit der Stimmerklärung hier zu Wort melde, so sehr macht es mir einen Bericht unmöglich, der indirekt oder direkt die Abtreibung befürwortet, sodass ich letztlich aus diesem Grund gegen den Bericht gestimmt habe. Frau Präsidentin, häusliche Gewalt, Ehrenmorde, Gewalt, Verstümmelung, sexueller Missbrauch, das sind alles rechtliche Straftaten. Es ist nur wirklich an der Zeit, jetzt auch mal den Worten Taten folgen zu lassen. Null Toleranz gegen alle Arten von Gewalt.